Freunde, wir stecken in der Glamour des Freudums, denn wir leisten uns Gesellschaft. Hallo. Herzlich willkommen. Du hast uns zwei nette Sets mitgebracht. Ja, so kleine Snack-Sets. Genau. Also, wenn wir eines von dir schon gelernt haben, dann du hast zwei Interessen. Einerseits haben wir die militärische Geschichte und dann eher so Asia-affin bist du auch. Ja, ich mag die Architektur einfach. Ja, ist ja nichts Schlimmes. Im Gegenteil. Das sind zwei Sets von Keep Play. Ja. Also Enlightened Human, wie auch immer, die haben ja verschiedenste Namen. Wir haben hier einerseits, das dürfte so eine Art Wachturm sein. Ein Eckwachturm sein, genau. Ein Eckwachturm und das ist ein Theater. Das ist, genau. Ein Theater. Genau. Das ist ein Theater mit ihrem. So, schauen wir uns einfach die Sets an, was sie können, was sie tun, was sie machen. Und dann gibt es noch ein paar nette Informationen, weil wir haben da nämlich noch ein anderes Set dann so zum Herzeigen. Und dann haben wir noch so ein kleines Ding. Ne? Möchtest du mit dem Wachturm anfangen? Fangen wir mit dem Wachturm an, weil der ist ein bisschen nicht so gut wie das Theater. Ach, okay, man soll lieber mit etwas Gutem enden. Genau, wie beim Essen. Genau, der Höhepunkt ist am Schluss. Und dann geht man an. Ja, schauen wir uns mal den Wachturm an. Genau, und zwar haben wir hier einen Eckwachturm der verbotenen Stadt. Mhm. Der ist, glaube ich, Teil der einer der Verteidigungsmauern. Ja. Man sieht es eh, er hat so seine Momente, die ein bisschen unrund sind. Ja. Yeah. Alles bedruckt, keine Sticker. Mhm. Teileanzahl kann ich dir leider nicht sagen. Ja, das ist immer ein bisschen ein Geheimnis. Bei den Sets, ja. Es gibt ein paar relativ spannende Teile, die dabei sind. Ja. Yeah. Unter anderem, man sieht es glaube ich eh hier, diese aus den Mini-Figuren, die Lippenstifte. Siehst du das? Die Lippenstifte? Ja. Das sind eher so Stoßzähne. Nein, unten bei diesem großen Lampen. Unten. Ja, genau. So in diesem Gelb-Orange daherkommen. Mhm. Ja, das ist okay. Die sind einmal dabei. Wir haben auch natürlich auch ein paar weiße Steine dabei. Ja, das ist einmal, worum ich gesagt habe, dass er ein bisschen unrund ist. Ja, gut. Es hat so seine Momente, wo man ein bisschen sich ärgert. Ja, ich meine, so machst du einen schönen. Also, es schaut schön aus, dadurch es bedruckt ist, hat man natürlich dann auch irgendwie eine gewisse Qualität. Allerdings, man merkt schon, man sieht das auch, es ist sehr filigran, es ist sehr viel Ein-Noppen-Technik da. Genau. Und vor allem, was ich hier sehe, sind hier diese 1x2er Kühlergrill oder wie auch immer du sie nennen willst, die sind ja auch nur auf einer Noppe. Genau, richtig. Das heißt, die sind ein bisschen wobbly. Genau, also ein bisschen wobbly. Ja, diese Lampignons sind gerne beim Abfliegen. Die sind jetzt dann auch ein bisschen wobbly, aber okay, genau. Gut, meine, ja, das ist jetzt da. Ja, und man hat das hält. Es hält alles, wenn man es. Aber ja, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen so auf Monk ist und alles schön gerade haben will und so, dann kriegt man ein Problem. Ist man ein bisschen motiviert, ein bisschen beschäftigt damit, ja. Genau. Ansonsten, der Bau hat auch so, man sieht es eben, also hat gesagt, diese Lampignons gehen gerne runter. Das ist so, muss man so ein bisschen halt Motivation haben, dass sie da sind. Und diese Eckslopes hängen genau nur auf einer Noppe drauf. Ah, okay, wirklich. Ja, und das ist. Ja, aber die werden ja schon gekontert von oben, ne? Von oben werden sie dann gekontert, das ist richtig. Okay, das ist. Genau, also fangen wir mal kurz mal von vorne an. Ja. Keyplay-Anleitungen. Man hat erstens einmal. Upsi, wechsel mal kurz die Anleitung her. Gerne. Dann kann ich einmal dann den Teiletrenner ausräumen. Wenn man mal natürlich hier mal, wie benutze ich den Teiletrenner, so natürlich. Als leicht im Denglischen einmal, wie das funktioniert. Und wir haben eine Bauschrittsortierung, auch wenn, genau. Ich meine, das sind jetzt nicht viele Bauschritte. Wir haben zwei Sackerl drinnen, richtig. Ja, genau, A und B. A, 1 und 2, genau. Oder 1 und 2, ja. Aber ja. Vorherige Schritte werden bei Keyplay immer leicht in Sättig dargestellt. Mhm. Nachdem wir hier sehr bunt unterwegs sind, haben wir dieses Problem nicht, dass zum Beispiel aus einem dunklen Grau ein etwas helleres Grau werden kann und da man sich vielleicht dann ein bisschen vertut. Da tut man sich dann ein bisschen leichter, das stimmt, ja. Was sie auch natürlich tun, ist, sie schreiben einen noch dabei, wenn man eine 6x10 Blade hat, dass man eine 6x10 Blade hat. Okay. Ja, was ein bisschen nett ist. Das passt schon. Das haut schon hin. Das ist schon vernünftig. Genau, also es ist nicht das einfachste Set. Also ich glaube, für jemanden, der Erstkunde ist, würde ich eher das Theater empfehlen. Ah, okay. Das ist interessant. Weil man halt da sehr viel mit, wie gesagt, sehr viel auf ein Noppentechnik halt geht und hier zum Beispiel diesen Stabal da mit den beiden blauen 1x1 Roundstarts auch noch Sachen macht. Das ist alles so, es geht natürlich alles, es hält, aber es ist halt alles so ein bisschen motivierter. Ja.
Blaue Pins sind dabei. Genau, blaue Pins, die sieht man nicht, also die sind relativ gut versteckt. Mhm. Alles ist auch bedruckt. Und jetzt suchen wir noch mal kurz raus den Rounding. Ah ja, genau, hier. Und dann die folgenden Seiten. Also man hat halt irgendwann mal dahinter dann so 1x1 Brick Modified mit zwei Noppen auf der Seite, mit dem man halt dann so einen Ecke baut. Die hast du auf der Rückseite, das da. Mhm. Und genau das macht man dann. Ich glaube, du hast eine Seite überblättert, weil genau das ist das da ist das Problem. Weil du diesen Eckslope halt dann nur genau auf eine Noppe platzierst. Und das ist auch noch, Disney hat nicht so eine hohe Klemmkraft. Dementsprechend, wenn man das einmal fertig alles hat, passt's. Aber bis man da hinkommt, kann es sein, dass einem der Kleine dann wieder mal durch die Gegend fliegt. Mhm. Okay. Das ist jetzt Raunzen auf relativ hohem Niveau. Aber ich denke mal halt, wenn man wirklich Erstkunde ist, kann es sein, dass das ein bisschen frustrierend ist. Ja, also man muss halt schon ein bisschen mit einer gewissen Konzentration an die Sache rangehen. Was ich sehe, das passiert mir letzte Zeit oft bei Cuman Keyplay, dass die Steine ein bisschen verschmutzt sind. Mhm. Das ist leider so, das möchte ich jetzt hier auch mal sagen. Die Steine sind gut, die klemmen sich gut, die haben auch eine gute Klemmkraft, sofern die Technik es zulässt natürlich. Aber die Beschmutzung ist schon hier und da gegeben, das muss man sagen. Und natürlich, also es bleibt ein bisschen was übrig. Ein bisschen was. Also es ist jetzt nicht dieses übliche Dots-Bundle halt, was gerne bei den Mini-Modulars übrig bleibt, aber zum Beispiel halt hier 1x1 Round-Starts in einem relativ schönen Goldton. Ja, Pearl Gold. Pearl Gold. Dann haben wir auch hier, was auch übrig geblieben ist, ein Stoßzahn. Ein Stoßzahn. Und der andere heilige Gral, wie heißt das? Sand Green 1x1 Round-Start. Ja, gut. Das bleibt halt offen. Wollen wir jetzt gleich mal sagen, was für ein Set das in groß ist? Oder wollen wir das nachher dann machen? Naja, das ist halt so ein Wachturm an der Ecke. Ja. Yeah. Und dieses Set gibt es ja eigentlich schon im Sortiment. Ja, wir denken, es gibt es im Sortiment. Also man sieht es eh auch, glaube ich, dann, wenn man sich die beiden Sachen anschaut. Nämlich genau diesen potenziell legendären. Den Turm am Wasser mit der Wasserspiegelung, wo man ja nur ein Viertel bekommt oder so. Ja. Das heißt, man muss den ja schon mal öfters bauen, damit man den komplett kriegt. Wohlwissend, ne, da kriegt man komplett. Also das ist schon irgendwie lustig. Und wir glauben, es ist dasselbe, oder wir wissen, es ist dasselbe bei Aero. Wir haben da unten das Bild von diesem Wachturm. Und bei dem großen Wasserturm haben wir das Bild eines Wachturms. Ist genau dasselbe Bild. Ja, also das ist ein und dasselbe Set. Auch wenn sie sich oben in der Optik ein bisschen unterscheiden, was natürlich auch dem Maßstab geschuldet ist. Genau. Aber es ist dasselbe Set. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, na klar, machen sie da nur ein Viertel, weil da geht es um die Wasserspiegelung und da haben sie halt dann das Komplette. Aber ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist redundant. Das ist einfach. Es ist ein bisschen, hätte man vielleicht das da wegsparen können und auch was anderes ersetzen können oder ein anderes Gebäude in der Reihe. Ja, aber wir haben natürlich auch die Halle der höchsten Harmonie auch zweimal. Ja, auch. Ja, also genau. Anscheinend gibt dieser Park oder was auch immer nicht so viel her. Ja. Naja. Es gibt noch ein Pokémon dazu. Ja, ja. Nämlich, es gibt zwei Builds drinnen, also hier, man sieht es glaube ich eher am Anfang noch einmal, wir haben hier lustigerweise etwas, das mit A1 anfängt. Und später, wenn man dann komplett fertig ist, geht man dann über in den sogenannten B-Build. Bitte? Ja. Okay. Nämlich, so. Wenn man 4 Sets sich kauft, kann man dann, es ist auch hinten auf der Packung noch einmal beschrieben. Genau, dann kann man dann im Prinzip dieses Symbol bauen. Oder man sieht es auch hier dann, ein bisschen größer, glaube ich, genau. Das ist irgendwie das Symbol des Palastes, soweit unser Google Lens und Übersetzungstools das wahrheitsgemäß übersetzt haben. Das ist im Prinzip ein Palastsymbol und wenn man das kauft, bekommt man ein Viertel davon. Und wenn man dann 2 hat und du hast ja 2, dann hat man schon mal 2 Viertel. Was ein halbes ist. Genau. Und da gibt es noch 2 weitere Sets und dann hast du ein ganzes. Dann hast du ein Palastsymbol. Was du damit machst, keine Ahnung. Vielleicht das Untersetzer für den Kaffee? Ja. Tassenuntersetzer. Es fällt mir schwer, da irgendwo einen Sinn und Verstand dahinter zu sehen, aber auf der anderen Seite. Gotta catch 'em all. Gotta catch 'em all, ja eh. Und ein relativ schöner, weiß nicht was ist, Braun-Rotton und Transclear. Das ist richtig, es sind schöne Steine und man hat halt dann irgendwas. Wenn man eh die ganze. Aber klar, wenn man eh die ganze Kollektion hat, dann ist es eine nette Dreingabe. Ja, dann kann man sich ein schönes Diorama bauen. Das stimmt schon.
soll nur erwähnt sein, man bekommt da eben ein Viertel von einem Ganzen. Ja. Schauen wir uns einmal das zweite Viertel von dem Ganzen an, genau. Nämlich das Theater. Von den beiden Sets ist das, wenn man sagen möchte, hey, ich bin Neukunde, ich habe absolut keine Ahnung, wie man sowas macht, das hier empfehlenswerter, ja. Weil es um einiges weniger auf 1x1 Wahnsinn getrimmt ist. Mhm. Wir haben hier ein dreistöckiges Theater. Es wird, wie es ausschaut, als Pavilion of Pleasant Sounds übersetzt. Pleasant Sounds. Es handelt sich halt hier, wie gesagt, um ein Theatergebäude, wo mit in dem auch Opern vorgetragen worden sind. Mhm. Soweit ich den Text interpretiert habe, ist jedes Stockwerk eine eigene Bühne gewesen. Okay. Und es gab einen weiteren Pavillon, von dem man halt das sich dann anschauen hat können. Aha, okay. Lustig. Genau, es gab auch, glaube ich, Flaschenzüge zwischen den einzelnen Stockwerken, damit eventuell halt die Darsteller zwischen den Stockwerken schnell wechseln konnten und auch noch einen Keller dazu. Heutzutage wird das, glaube ich, als Ausstellungsort benutzt, um Kostüme darzustellen aus der Zeit, soweit ich das interpretiert habe. Das heißt, du hast diesen Pavillon mit diesen drei Stockwerken, da haben sie das aufgeführt und woanders sind sie gestanden und haben dann geklatscht. Richtig. So ähnlich wie bei uns jetzt in Europa während der Corona-Zeit, ne? Wo sie am Balkon gestanden sind und musiziert haben und dann sind sie unter uns gestanden und geklatscht. Und vom Austria gesungen haben, redet man nicht drüber. Wahnsinn, oder? Die Chinesen sind uns so, oder halt die Asiaten sind uns so weit voraus. Genau. So weit voraus. Oberste Stockwerk ist vermeintlich Happiness, das mittlere ist Wealth und dann Longevity im Boden. Longevity, ja. Genau. Warum ist es, würde ich es empfehlen, dass es einfacher ist? Wie gesagt, es ist stabiler, etwas konservativer gebaut. Ja. Man sieht es leider nicht so gut in dem kleinen Maßstab. Es ist auch wieder alles bedruckt, keine Aufkleber. Vielleicht können wir es versuchen auseinanderzunehmen. Na doch, geht. Weil man natürlich auch drinnen die Bühne baut. Ah, cool. Genau. Ich meine, es ist natürlich nur angedeutet, aber es ist angedeutet, aber sie ist klar, da. Klar. Es ist eine Bühne. Ja. Und das war natürlich total süß, wenn man so eine kleine Bühne halt baut. Absolut. Und man sieht auch, glaube ich, auch, was man bekommt, nämlich extrem viele von diesen, Ferngläsern in einen zu einem Grünton, aber sie sind da. Ich nehme sie mal komplett auseinander. Ja, die Ferngläser sieht man eh da ein bisschen. Es ist auch deshalb stabiler, weil man hier quasi eine Grundfläche baut und hinten haben wir natürlich dann diese Wände, diese Formteilwände und somit hat man dann eine plane Auflagenfläche und dadurch ist das Ganze von Haus aus schon mal stabiler und nicht so filigran. Ja. Auch dann, wie gesagt, beim Bauen. Es ist um einiges konservativer, ein bisschen langweiliger natürlich, aber sagen wir mal für einen Erstkunden ist das einfacher. Da hat er ein einfacheres Erfolgserlebnis und das ist dann das oberste Stockwerk. Genau, ja gut. Da ist dann nicht mehr viel mit Andeuten. Ja. Da ist dann eher angedeutetes Andeuten. Ja, genau. Mein Verständnis zurzeit ist, dass ein gewisser Importeur von diesem Set, ich weiß eigentlich nicht, wie bezeichnest du ihn immer? Ich vergesse ihn immer so gern. Ein Doktor. Johann W. aus P. Genau. Der hat, glaube ich, einmal gemeint, dass es dieses Theater irgendwann auch noch in größer geben wird. So ungefähr im Maßstab wie die große Halle der Harmonie. Oh. Wo man vielleicht dann ein bisschen mehr damit machen kann. Müssen wir noch schauen, ob das... Das wäre natürlich wirklich cool, wenn sie dann aber, ich meine... Du hast es ja gesagt damals, diese große Halle der Harmonie, da ist ja innen nichts los. Da ist die, genau, die ist einfach. Also ich brauche das Set nicht in groß, wenn dann innen nichts passiert. Das ist natürlich richtig. Nein, ja. Das ist jetzt meine Meinung, weil wenn das schon ein Theater ist, dann kann man natürlich eine schöne Bühne bauen und halt wirklich, das wäre dann wirklich ein Modular. Ja, mal schauen. Und kein Architecture. Mhm. Das in großes Architecture. Vielleicht bin ich dann wieder mal bei dir und lass viel Geld da. Weiß ich nicht. Muss man sich überlegen. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Mir gefällt das auch besser, nicht nur weil ich von dir ein bisschen da influenziert wurde, sondern auch, weil ich eben die dritte Farbe charmant finde. Ich meine, das sind auch mehrere Farben, so ist es nicht. Wobei Orange und Gelb ist ja relativ ähnlich. Ein bisschen Braun ist dabei. Aber das Grün. Mir gefällt das Grün. Das ist halt schon sehr im Kontrast zu dem Gelb, zu dem Rot. Das ist einfach... Macht das her. Seltsamerweise, also auch wieder ähnlich wie bei... dem Turm, ja. Anleitung, Bauanleitung ist genau dasselbe, es gibt auch wieder einen blauen Teil dazu. Die Sortiermaschine hat es gut mit mir gemeint. Fancy. Und hat mir eine Plate übrig gelassen. Cool. Und potenziell ein weiteres Teiler-Highlight. Oh. Wenn man was Funkiges machen möchte mit Brackets, 1x2 Transclear Brackets sind drinnen. Und davon potenziell nicht so wenige, und die sind auch zwei übrig geblieben.
Das ist cool. Also so potenzielles Zeilespender könnte ich mir vorstellen, wenn man das haben möchte, geht was weiter. Ah ja, ja, was auch noch dabei ist, ist so eine lustige Visitenkarte vom Keyplay-Präsidenten vermeintlich. Genau, den kann man dann um Mitternacht eine E-Mail schreiben, wenn man lustig ist und ihn fragen, wie es ihm geht. Ja, wenn man den QR-Code einscannt, möge man doch bitte WeChat installieren. Natürlich erstmal, dass es ein WeChat-Link ist. Ja, genau. Das ist in Asien halt gang und gäbe, ja. Das Zeug ist ja, glaube ich, auch Teil deren Bezahlsystem. Also man kann, glaube ich, über WeChat auch bezahlen. Ich sehe, man kann hier noch ein bisschen optimieren, weil da hinten, da fehlen ja diese... Die fehlen lustigerweise. Also entweder fehlen, die sind, glaube ich, fehlen aber lustigerweise auch in der Baumanleitung. Also da kann man nur, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da vorne, ich weiß nicht genau, wie die Teile heißen, das seht ihr ja eh, ich meine, ihr seid ja nicht blind. Einmal eins, Split Modified mit Seaclam-Aufnahme. Ja, genau. Und, nein, ist keine Seaclam-Aufnahme, ja doch. Aufnahme. Und hinten ist sie nicht. Also genau, das, aber das ist expected, lustigerweise. Also das ist auch hier auf der Packung da. Ja, ja, schon klar. Aber das, entweder gehört so, oder... Ich weiß nicht. Hast du uns noch was zu erzählen? Nein, die sind lieb. Klein, bisschen so ein Snackset für zwischendurch. Eventuell das hier vielleicht auch ein ziemlich cooler Teilespender hat, aufgrund der 1x2 Brackets in durchsichtig. Das ist auch ein bisschen. Ja, weil glaube ich, dass da die Vorderseite sein soll. Also, dass es so diese Ecke, wo er dann steht. Nein, nein, aber ich meine hier, das ist auf der Platte und das ist außerhalb der Platte. Das ist ein bisschen. Ja. Das ist ein bisschen jetzt, wo ich es gerade sehe. Ja. Das ist hier. Ein bisschen auf der Platte eben und da haben wir das außerhalb. Ist ein bisschen verschoben. Ja. Ist wahrscheinlich natürlich auch jedem Maßstab geschuldet, aber so ganz, also für jemanden, der auf solche Kleinigkeiten drauf schaut, der ein bisschen eben, wie gesagt, ein bisschen monkmäßig unterwegs ist, der wird das sehr störend. Der könnte vielleicht unglücklich sein. Wenn man das mal sieht, dann kann man es nicht mehr ansehen. Ich habe auch was gesehen, was ich nicht mehr ansehen kann, deswegen muss ich da kurz einmal. So, mein innerer Monk. Naja, wenn man nicht aufpasst und irgendeinen Livestream von irgendeinem Typen anschaut. Wie macht man sowas? Ich weiß es nicht. Dann ist das alles irgendwie vergessen. Doof. Ja. Ja, aber dennoch, ich meine, ihr habt das wahrscheinlich eh schon rausgehört, das ist wiederum Meckern auf einem hohen Niveau, denn die Steine sind gut, sie klemmen sich gut, sie schauen gut aus, wenn sie im Regal sind oder wo auch immer ihr die hinstellt. Sie sind nette Eyecatcher. Das ist jetzt so etwas, was man sich durchaus in die Wohnung stellen kann. Einfach nur bedenken, das ist für einen Anfänger recht gut und das eher für jemanden, der ein bisschen schon Erfahrung hat oder der einfach weiß, okay, ich baue genau und sorgfältig, dann geht das natürlich auch ganz klar. Mhm. Beide sind schön, ist absolut cool. Das hier, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was das soll. Gotta catch them all! Ja, ey. Pokémon! Ja, die. Na. Schwachsinn. Aber egal. Das ist nur meine Meinung. Vielen Dank, dass du uns die vorgestellt hast. Bitte. In den Kommentaren wünsche ich mir von euch, wie immer, dass ihr euch, dass ihr uns eure Eindrücke schildert, wenn ihr das schon mal gebaut habt. Ihr wisst's, zusammen sind wir mehr. Und das ist nur unsere Meinung. Ihr könnt eine komplett andere haben. Oder vielleicht bestätigt ihr unsere. Ist ja auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir verbleiben, oder? Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mikkel.